Hey Leute und willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Entschuldigt das Ende beim letzten Mal. Das Scheißspiel ist abgestürzt, ausgerechnet hier. Warum mich bekämpfen? Ich kann dich so viel lehren. Jetzt müssen wir das hier wohl nochmal ertragen. Naja gut, dann... Dein erster Kampf war nur deine Einführung. Dieser Fürst hat nicht damit gerechnet, dass du ihm gewachsen bist. Na, der Fürst war ja auch nicht besonders... Wo bist du? Stark und so, ne? Einige Zeit später tratest du diesem hier auf dem Schlachtfeld entgegen. Du bekämpfst die Roga, weil du sie als deine Feinde siehst. Du erkennst ihr wahres Wesen nicht. Ihre wahre Bestimmung. Ihre wahre Herrlichkeit. Ich bin nicht zum Reden hergekommen. Du hast auch diesen Herrscher besiegt und seine Untergebenen. Ah, da hinten. Boah, der Anbeter, der war so heftig damals. Das war der heftigste Gegner in dem ganzen Spiel. Nachdem wir den besiegt haben, konnte mich nichts mehr aufhalten. Ein Ausgestoßener. Du wurdest eingesperrt, gebrandmarkt, vergessen. Du ähnelst den Roga mehr, als du zugeben willst. Ich spüre deine Wut. Du hast um dich geschlagen. Du warst wild und mörderisch. Ich will da oben du ran. Du bist wie die Roga. Für dich gibt es keinen Platz in dieser Welt. Komm endlich und kämpfe! Du kämpftest mit jedem Wesen, welches deinen Weg kreuzte. Du erschlugst selbst den letzten Herrscher, der den Angriff auf die Zitadelle anführte. Verschwindet, Champion! Die Roga sind keine Monster. Sie sind der Menschenschöpfung. Die Söhne der Menschen. Sie sind Ausgeburten eures Zorns, eurer Angst und eurer Schande. Sie sind keine Dämonen, Harkin. Sie sind Spiegelbilder. Sie zeigen den Menschen ein Abbild ihrer selbst. Du lügst! Du hast die Angriffe aller Herrscher abgewehrt. Höchst beeindruckend. Allerdings. Ich war schon immer recht beeindruckend, hör mal. Antanas sagt, er werde das Böse aus den Menschen austreiben. So spricht ein Kind. Ich hab das Rüstungsset komplett. Wie vermagst du denn Tag und Nacht zu trennen? Oder Leben und Tod? Das Gute kann ohne das Böse nicht sein. Das mag sein, aber jetzt will ich meine Rüstung. Gefallener, schwere Rüstung. Du verdrehst, Worte! Oh, sieht schick aus, hört mal. Alles klingt, wie du es willst! Das sieht richtig geil aus. So trugst du den Kampf vor meine Tore, als du meinen letzten Wächter bezwangst. Deine Gewalt nährt... Boah, ich bin überlastet, was zur Hölle? So, jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Diesen Krieg, kleiner Bruder. Antanas hat das Gleichgewicht der Welt zerstört und so Chaos geschaffen. In seinem Versuch, dem, was er das Böse nennt, ein Ende zu setzen, entfesselte er die Roga. Erkennst du das nicht? Mit jedem Kampf werden die Roga stärker. Dieser Krieg wird nur zu deinem Tod und deiner Vernichtung führen. Ist es das, was du wirklich willst? Antanas hat in eine Welt eingegriffen, die er niemals verstehen kann. Und er wird euch alle vernichten, wenn ihn niemand aufhält. Ich werde niemals aufgeben! Echt, Ball. Dein wahrer Gegner ist Antanas. Er fürchtet, aber ich habe mir das schon gedacht, dass Antanas der wahre Gegner ist. Habe ich von Anfang an so ein bisschen gedacht, aber das ist natürlich schwierig. So ein Gott kann einem ja viel erzählen. Vernichter? Gehst du weg, du! Er sieht herab auf Menschen wie dich, mit ihren Leidenschaften und Hoffnungen und Träumen, und sieht euch als Makel behaftet und gebrochen, als Sünder, die erlöst werden müssen. Er ist von Hass erfüllt, wenn er von Liebe erfüllt sein sollte. Antanas glaubt, mit nahezu göttlicher Macht herrschen zu können, doch er ist fehlbar wie jeder Sterbliche. Warum dienst du einem Menschen, der dich hasst? Ein Mann, der dich für den Rest deiner Tage in einem Verlies hätte dahinsiechen lassen? Die Welt steht in Flammen. Antanas kann sie nicht retten. Kein Mensch kann das. Nur ein Gott. Ich bin ein Gott. Ich bin der Peter. Ich bin göttlich. Stolz und zerstörerischer Geist haben mich geweckt. Zurück in diese Welt geholt.
Du brauchst mich, Harkin. Die gesamte Menschheit braucht mich jetzt. Lass mich euch helfen. Sieh dir Antanas an. Erkenne sein wahres Gesicht. Lass nicht zu, dass er dich vernichtet. Du jetzt hast Kraft aus deinen Gegnern gezogen. Du hast sie dir einverleibt. Du bist jetzt wie sie. Ich werde dir einen Ausweg zeigen. Ich werde dir ein Geschenk geben, mit dem du mir Antanas Seele geben kannst. Mit diesem Geschenk kannst du das Gleichgewicht und den Frieden wiederherstellen. Du hast die Wahl, Harkin. Jetzt gib mir deine tolle Rune. Die ist bestimmt richtig megamäßig mächtig hier. Adirs Rune. Die ist bestimmt ziemlich heftig, hä? Wo ist denn die? Kraftrune. Zeugt eine mächtige Schockwelle. Feuert ein magisches Geschoss ab, das mehrere Feinde durchschlägt. Das kennen wir doch schon, oder? Adirs Rune ist eine Kraftrune. Wie ist denn zum Beispiel... Ich hab doch... Wow! Hohoho! Ich hab eine tolle Waffe! Ich hab eine tolle Waffe! Okay, aber was ich hier eigentlich gucken wollte, war jetzt wegen der Kraftrune und so. Ah ne, ich muss nach oben. Plus zwei. Doch, die ist gar nicht mal schlecht. Oh, die Waffe ist toll. Na, dann red mal mit mir. Kaslo, bist du das wirklich? Hallo, Harkin. Was hat das zu bedeuten? Bist du Adir? Nein, Harkin. Ich bin kein Gott. Aber ich bin auch nicht der Mann, für den du mich hältst. Bitte nicht wieder abstürzen, Spiel, ja? Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein Gleichgewicht. Ich bin der Wächter dieses Gleichgewichts. Ich bin kein Diener Antanas oder Adirs. Ich bin der wahre Richter. Du hast mich in diesen Kampf mit reingezogen und es hat noch mehr Gewalt und Chaos gegeben. Warum? Die Gewalttätigkeit deines Wesens gleicht den Roga. Ohne dich waren Antanas Truppen hoffnungslos unterlegen. Die Roga-Herrscher hätten sie alle mühelos vernichtet. Von dieser Welt wäre nicht viel geblieben. Dann sag mir, wer du bist! Das Universum braucht ein Gleichgewicht. Ich bin der Wächter dieses Gleichgewichts. Das hat er doch schon gesagt. Ich bin der... Antanas hat dir vertraut. Doch es liegt in Antanas Wesen, nur sich selbst zu trauen. Er sieht nur, was er sehen will. Seine Trauer und sein Leid nach dem Tod seines Sohnes haben ihn der Wahrheit gegenüber blind gemacht. Gerechtigkeit interessiert ihn nicht. Er will Rache und würde für seinen Feldzug alles opfern. Wo ist Adir? Warum hat er nicht gekämpft? Vor tausenden von Jahren ist Adir auf dem Schlachtfeld erschienen. Dort haben wir ihn bezwungen. Er hat seine Lektion gelernt. Es gibt mehr als einen Weg, einen Krieg zu gewinnen. Adir hat sein Schwert nicht gegen dich erhoben, doch er hat dir eine Wahl geboten. Dann bin ich der Spielball von einem verrückten Nachfahren der Richter und einem rachsüchtigen Gott. Wem soll ich glauben? Mann oder Gott? Ist das das Rätsel? Wem glaubst du? Na, na, na. Was ist das für eine Rune, die Adir mir gegeben hat? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es solch eine Rune gibt. Adir hat dir ein Werkzeug gegeben, mit dem du ihm Antanas Seele liefern kannst. Es liegt an dir, was du damit machst. Und was geschieht jetzt? Das liegt ganz bei dir, Harkin. Hm. Kehre in die Zitadelle zurück. Geh zu Antanas. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. An dieser Stelle trennen sich unsere Wege, Harkin. Ich kann dich nicht länger leiten. Bedenke dies, Harkin. Du bist in Finsternis und Verzweiflung gefallen und zur Erlösung emporgestiegen. Du weißt, dass selbst fehlbare und gebrochene Männer und Frauen sich aufs Neue beweisen können. Geh in dich, Harkin. Triff diese Entscheidung selbst. Das Gleichgewicht der Welt liegt jetzt in deinen Händen. Ich hatte befürchtet, dass das so kommen wird. Werde ich jetzt einfach... Wo komme ich jetzt hin? Werde ich jetzt zurückgebracht?
direkt in die Zitadelle oder wohin gehe ich nun? Und hoffentlich ist da irgendein Schmied in der Nähe. Ich würde die Rune ja gerne benutzen, ne? Allgemein, ich habe ja jetzt neue Ausrüstung, da muss neues Zeug drauf. Huch, was habe ich denn hier? Wo bin ich denn hier jetzt noch gelandet? Hier gibt's noch eine Belohnung. Ah, das ist schon wieder sowas hier. So, wie viel habe ich denn jetzt? 30.000? So. Okay, habe ich jetzt mehr Ausrüstungsgewicht oder... Nö, irgendwie nicht, ne? Ist ja eigentlich recht schade. Hat nur ein bisschen mehr. Ich will die ganze Ausrüstung haben hier. Ich kann ja auch eventuell eine Glücksrune einbauen. Ah, sieh mal eine an, was wir hier haben. Genau das, was ich eine jetzt brauche. Besondere Rune, die du da hast. Ein Werkzeug des Chaos. Sie kann erschaffen oder zerstören. Sie ist wunderschön. Erzähl mir was über die Rune. Sie ist anders als alles andere und enthält doch alles. Macht, die aus Schwäche entsprang. Schwäche, die sich in Macht wandelte. Danke für die Erklärung. Denke ich. Denke ich mal. Füge die Rune in das Schwert ein. Ich werde dir die Seele von Antanas liefern. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja, das gefällt mir. Na los. So, ich habe auch noch eine große Rune. Makellose Glücksrune, das zum Beispiel ist doch ganz gut. Hä, was ist denn jetzt mit dem... mit der Keule, die ich habe. Ach, mir werden hier nur die Waffen angezeigt, die eine Rune haben können, hä? Die ist Rune, physischer Schadensbonus plus 9. Aber die Keule ist eigentlich voll toll. Ich mach die Rune hier rein, zack. Aber der Helm ist besser als die Rüstung. Ach, ich kann in viele Sachen gar nichts reinmachen. Kann das sein? Gefallene, schwere Rüstung. Aber der Helm sieht natürlich cooler aus. Das ist ja seltsam. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel, aber das ist jetzt schwierig. Die Rüstung sieht cooler aus. Ich will auch die Rüstung, die sieht cool aus. Das makellose Glücksrune, zack. So, danke erstmal. Jetzt hätte ich ganz gerne nämlich... Lebende Legende, war das nicht Gefallener. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal ein paar Runen. Und die Waffe hier ist ja auch ganz cool. Na gut, dann kämpfen wir jetzt mal, ne? Macht euch bereit. Zack. Wer bist du denn?
Ein verfluchter Bogenschütze bist du. Der mir ganz schön einen auf die Glocke gibt. So, Ruhe jetzt. Blödes Biest. So, wer kriegt jetzt eine ran? Warum kämpfe ich jetzt gegen Menschen? Ihr wisst doch noch gar nicht, was ich vorhabe. Was war das denn jetzt? Das war Arm! Oh oh. Hilfe! Was war denn das? Habt ihr das Geräusch gehört? Da war noch irgendwas, was böse ist. So. Bereitet euch auf die nächste Runde vor. Ach Gott, nee. Das war's gar nicht, was ich wollte. Das war's, was ich wollte. Hilfe. Oh, die gehen aber auch ran hier. Besonders dieser Riesenklops da. Ja! Ich hasse dich. Blödes Spiel. So. Gegeben. Bin voll gestärktet, ey. Ich hätte gerne meine Erfahrung wieder, wenn das geht. Ich danke dir dafür. Aber bringt tut die mir nicht viel, ne? Habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ah, doch. Ich krieg hier noch einen Punkt. Mit stärkebasierten Waffen aus. Das ist ganz gut. Das brauche ich nämlich. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Ja, hier ist doch Donner, ne? Und das sind halt alles Waffen, die ich gekriegt habe, die mir aber nichts bringen, weil die keine Rune haben. Das wäre viel toller, wenn die noch einen Runenplatz haben. Dann hätte ich voll die mächtige Waffe, ey. Okay, kämpfen wir. Nein, ich will das. Geht doch. Dass ich immer die falschen Tasten drücke, ey. Erledigt.
du. Ach, du bist der Ausgang, ne? So, nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier erstmal speichern und mich von euch verabschieden. Wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Tschüss.